Moin Meister. So, ihr wollt Fettasche machen, Kohle stapeln bis zur Decke, dann seid ihr hier genau richtig. Herzlich willkommen zu einem weiteren Business Guide auf diesem Channel. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es nicht um meine WhatsApp-Gruppe, sondern es geht um das Bunker-Business in GTA Online und wie man damit möglichst viel Geld machen kann. Das Video richtet sich an alle, die neu angefangen haben mit GTA Online und sich einen Überblick über die Möglichkeiten mit dem Bunker verschaffen wollen. Natürlich aber auch an die, die sich vielleicht noch nicht sicher sind, ob sie schon das Maximum aus ihrem Bunker-Business rausgeholt haben. Glaubt mir, Freunde, wenn ihr das richtig anstellt, kann man da ordentlich was rausholen, deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Ich muss euch sagen, es ist eines meiner Lieblings-GTA-Unternehmen, deswegen starten wir doch direkt rein in das Ganze. Punkt 1. Was braucht man denn überhaupt zum Starten? Wie so oft braucht man ein CEO-Büro oder einen MC-Club, weil man sich als CEO oder MC-Präsident registrieren muss, wenn man im Bunker an den Laptop will. Zu eurem Glück habe ich ja bereits Business Guides zu den CEO-Businessen und den Motorradclubs gemacht. Deswegen schaut ihr euch gerne an, da erkläre ich ausführlich, welche Sachen ihr euch dort kaufen solltet und wie das alles abläuft, bliblablub. Aber kurz gesagt empfehle ich euch beim CEO-Business oder beim Motorradclub einfach das billigste Büro bzw. beim Motorradclub das billigste Clubhaus zu holen. Das Büro kauft euch auf der Seite von Dynasty 8 Executive für $1 Million und das Clubhaus auf der Maze Bank Foreclosure Seite für $200.000. Eines dieser beiden Dinge braucht ihr. Wenn ihr beides noch nicht habt, dann entscheidet euch natürlich lieber erstmal für das MC-Business, da dort die Einstiegskosten einfach geringer sind. Das waren jetzt die Grundvoraussetzungen, aber um überhaupt mit dem Bunker-Business zu starten, braucht ihr natürlich was? Genau, einen Bunker. Diese Bunker könnt ihr euch auf der Maze Bank Foreclosure Seite kaufen. Filtert da einfach nach Bunker und dann werden da euch alle angezeigt. Hier ist zu beachten, dass im Gegensatz zu den anderen Geschäftsmodellen, die ich hier auch schon vorgestellt habe teilweise, ich euch nicht empfehle, den billigsten zu kaufen. Der billigste ist da oben in Palito Bay, ganz im Norden der Map. Und glaubt mir Leute, ich hatte mir den ursprünglich mal gekauft, das macht echt keinen Spaß. Ich dachte, ich ziehe meine Devise mit dem günstigsten Einstieg in jedes Business durch, aber das macht einfach keinen Sinn. Die ganzen Verkaufsmissionen werden nämlich in Los Santos stattfinden, aber starten wird man immer bei seinem Bunker, weshalb man dann ewig fahren muss und wenn man da oben ist, das rentiert sich dann einfach nicht. Ihr wisst ja, Zeit ist Geld und das ist einfach auch krass nervig. Eine Location, die ich euch empfehle, ist der Chumash Bunker. Der ist relativ nah an Los Santos auf der westlichen Seite. Der kostet 1,65 Millionen, ist denke ich ein guter Preis und grundsätzlich meine Empfehlung an alle. Die ganzen Verbesserungen, die ihr euch bei der Foreclosure-Webseite noch dazu kaufen könnt, wie irgendwelche optischen Verbesserungen, die sind erstmal völlig egal, also zumindest geldtechnisch machen die keinen Unterschied. Ihr könnt natürlich, was die Location angeht, auch noch andere, vielleicht in der Nähe von Sandy Shores euch angucken, ob die euch besser gefallen, falls ihr da schon euren Motorradclub habt oder so. Aber grundsätzlich empfehle ich euch den Chumash Bunker. Und ich denke auch die paar hunderttausend, die man da mehr zahlt, im Vergleich zu dem Palito Bay Ding da oben, die sind es auf jeden Fall wert für eine gute Lage und genau. Das Ding kauft ihr euch dann, dann müsst ihr kurz eine Setup-Mission machen, danach geht es dann auch schon los und ihr habt dann auch schon immer ein bisschen Vorräte im Lager. Ihr seid dann auch im Bunker und dann seht ihr auch gleich unten diese drei Balken. Ähnliche Balken gibt es ja auch bei den ganzen anderen Geschäftsmodellen. Die zeigen euch den Vorratsstand, den Forschungsstand und den Warenbestand und dann auch noch darüber den Wert des Warenbestandes an. Wichtiger Step, wenn ihr schon im Bunker dann gleich drinne seid, macht das auf jeden Fall als erstes. Geht bei Personalverwalten drauf und stellt alles auf Produktion. Ihr könntet da auch auf beides oder auf nur Forschung stellen, aber die Forschung ist erstmal egal, zumindest wenn es ums Geldverdienen geht. Und darum geht es uns ja heute, Freunde, nicht wahr? Deshalb empfehle ich euch, stellt das ganze Personal auf Produktion, dann habt ihr da die größte Effektivität. Von diesen Forschungen könntet ihr euch theoretisch ein paar Waffen-Upgrades oder bewaffnete Fahrzeuge-Upgrades holen irgendwie. Ich habe persönlich das noch nie gemacht, weil anscheinend sind die Dinge auch teilweise echt crap. Deswegen halte ich für unnötig, Freunde. Bleibt da auf der Geldschiene und dann seid ihr auch auf der sicheren Seite. Euer Forschungsbalken wird dann natürlich nicht steigen. Das habt ihr so eingestellt, aber dafür wird euer Lagerbestand doppelt so schnell steigen, da ihr das gesamte Personal darauf ansetzt und logischerweise dann die Vorräte einfach schneller verarbeitet kriegt und schneller zu euren Verkaufsmissionen kommt. Das heißt, als nächstes ist Warten angesagt, bis die Vorräte verarbeitet sind und dann ihr verkaufen könnt. Da kommen wir dann zur nächsten Frage und zwar, wann macht es denn am meisten Sinn zu verkaufen? Hier auch wieder zur Orientierung die Balken unten am rechten Rand, die euch euren Warenbestand und euren Vorratsbestand etc. anzeigen. Da ist wieder so, wenn ein Fünftel des Balkens von eurem Warenbestand voll ist, ein Verkaufsfahrzeug spawnt für die Verkaufsmission. Logischerweise ist das natürlich solo am besten. Ein sehr geiler Punkt beim Bunkerunternehmen ist, dass es außerdem egal ist, ob euer Lager ganz voll ist oder ihr zum Beispiel fünfmal ein Fünftel verkauft. Der Warenwert steigt nicht exponentiell damit, wie viel ihr auf einmal verkauft. Für mich ein sehr großer Vorteil, für alle Solo-Warrior wie mich da draußen erst recht. Und auf jeden Fall sehr erwähnenswert. Und deswegen empfehle ich auch ganz klar, um das Risiko unten zu halten, verkauft einfach so oft wie möglich. Ihr habt keinen Gewinnunterschied, natürlich ein bisschen mehr an Zeitaufwand,
aber ihr minimiert euer Risiko und könnt nicht auf einmal Millionen verlieren, denn andere Leute in der öffentlichen Lobby werden natürlich Bock haben, euch zu zerstören. Ihr werdet auch angezeigt und die werden euch jagen und richtig Bock haben, euch den Tag zu vermiesen. Ich empfehle natürlich immer, sucht euch am besten eine solo-öffentliche Lobby, da gibt es genügend Guides, wie man sich in so eine reinglitscht. Dann entgeht euch zwar ein bisschen dieser Bonus, den ihr bekommt nämlich immer 1% pro zusätzlichem Spieler in der öffentlichen Lobby eures Verkaufserlöses mehr sozusagen. Das heißt, bei 20 Spielern kriegt ihr 20% mehr. Aber ich bin ehrlich, den Stress will ich mir nicht geben und das ist es mir auch nicht wert. Deswegen lieber einfach eine solo-öffentliche Lobby und entspannt euer Ding machen. Dann könntet ihr auch große Verkäufe auf einmal machen, ohne da Schiss zu haben, dass ihr zerstört werdet. Wichtig natürlich beim Verkaufen der Ware, immer nach Los Santos verkaufen. Ähnlich auch wie bei den Biker-Business gibt es da immer 50% mehr Geld, deswegen das andere ist für mich keine Option, immer nach Los Santos, Leute, nehmt alles mit, was geht. Deswegen ist ja auch die Location von diesem Bunker so gut, weil man schon sehr nah an Los Santos dran ist und einfach einiges an Wegstrecke spart. Dann kommt natürlich die Frage, hier geht es um Verkaufen, wie viel Cash mache ich denn eigentlich, wieso gucke ich mir das Video überhaupt an? Und da, meine Freunde, kommen die Verbesserungen ins Spiel. Und zwar nicht die Verbesserungen von der Foreclosure-Webseite, die nur das Optische oder irgendeinen Schnickschnack, den keiner braucht, betreffen, sondern die Verbesserungen, die ihr euch innerhalb des Bunkers kaufen könnt. Da gibt es einmal das Ausrüstungs-Upgrade für 1.155.000, das Personal-Upgrade für 598.500 Dollar und das Sicherheits-Upgrade für 351.000 Dollar. Zwei dieser drei Upgrades, und zwar das Ausrüstungs- und das Personal-Upgrade, wirken sich auf den Gewinn aus, wie viel Geld ihr letztendlich macht und wie effektiv das Ganze läuft. Das Sicherheitsupgrade hilft euch nur dagegen, dass ihr von NPCs nicht ausgeraubt werdet. Das kann ab und zu mal passieren, mir ehrlicherweise ist es noch nie passiert. Deswegen empfehle ich euch auch, wenn ihr knapp bei Kasse seid, schiebt das hinten an. Das ist bestimmt praktisch und das hilft euch auch, Stress zu sparen, aber macht das erst, wenn ihr wirklich Geld übrig habt. Das bringt euch keinen zusätzlichen Profit, sondern lediglich Sicherheit und weniger Stress. Ich habe es mir auch erst recht spät geholt, jetzt bin ich froh, dass ich es habe, aber... Wie gesagt, braucht man am Anfang nicht. Um jetzt mal ein paar Zahlen zu nennen, wie sich diese Upgrades überhaupt auf den Gewinn auswirken. Ohne Upgrades produziert euer Bunker 40.000 Dollar pro Stunde. Wenn ihr nur das Personal-Upgrade habt, dann produziert der Bunker 54.000 Dollar pro Stunde. Wenn ihr nur das Ausrüstungs-Upgrade hättet, würde er 55.000 Dollar pro Stunde produzieren. Mit beiden Upgrades produziert der Bunker etwa 79.000 Dollar pro Stunde. Also, wenn ihr knapp bei Kasse seid, holt euch zuerst das Personal-Upgrade und dann das Ausrüstungs-Upgrade. Da das Personal-Upgrade deutlich günstiger ist und von der Wirkung relativ gleich ist, dann könnt ihr euch immer noch im Anschluss das Ausrüstungs-Upgrade holen und dann habt ihr beide. Nur so ein kleiner Tipp von mir, was die Reihenfolge angeht. Und Ziel ist es natürlich auf jeden Fall, beide diese Upgrades zu haben. Denn nur dann ist das ganze Geschäftsmodell, wenn ihr Vorräte einkauft, überhaupt profitabel. Beide Upgrades zusammen wären 1.753.500 Dollar einmalig. Und dann werdet ihr damit dabei. Ist natürlich nicht wenig, aber kann ich nur empfehlen, lohnt sich auf jeden Fall. Warum es nur mit beiden Upgrades profitabel ist und wie man am besten Vorräte besorgt, dazu kommen wir jetzt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, Vorräte zu stehlen oder zu kaufen. Wenn ihr ein leeres Lager habt, könnt ihr für 75.000 einmal alle Vorräte auffüllen. Wenn ihr normal Vorräte stehlt, ist das wie bei dem Motorradclub auch. Ihr füllt alleine solo ein Fünftel dieser Vorräte auf. Wenn ihr Kumpels habt, mit denen ihr das zusammen macht, füllt ihr mehr auf. Aber grundsätzlich ist natürlich das Vorräte stehlen deutlich zeitintensiver und langsamer. Was ich euch empfehlen werde, ist, dass ihr keine Vorräte kauft, solange ihr nicht beide dieser Verbesserungen euch zugelegt habt. Bis dahin stehlt eure Vorräte oder macht was ganz anderes, um Geld zu verdienen, um euch die Upgrades leisten zu können und kommt dann zum Beispiel erst später wieder zurück, wenn ihr euch alles geleistet habt und fangt dann mit dem Bunker-Business erst an. Denn ohne die Upgrades, da zahlt man, wie vorhin schon gesagt, 75.000, um Vorräte zu kaufen. Aber am Ende hat man nur 60.000 als Warenwert zum Verkaufen. Alle Leute, die irgendwie ein Gehirn im Kopf haben, wissen dann ja, glaube ich, dass man da absolut nur Minus macht. Deswegen nicht zu empfehlen. Wenn ihr dann letztendlich beide Upgrades euch geholt habt, macht es meiner Meinung nach am meisten Sinn, Vorräte zu kaufen. Die brauchen dann etwa 5 bis 10 Minuten meistens, bis sie da sind und dann wird halt passiv Geld generiert. Nach 2 Stunden und 20 Minuten ist eine von diesen Vorratslieferungen fertig und komplett verarbeitet. Und ihr könnt diese dann für 210.000 Dollar nach Los Santos verkaufen. Wenn man sich das dann ausrechnet und von den 210.000 Euro, die man am Ende bekommt, noch die 75.000 Einkaufspreis abzieht, kommt man auf einen Gewinn von 135.000 Euro in rund 2,5 Stunden, ohne dass man während diesen 2,5 Stunden aktiv was dafür getan hat. Finde ich auf jeden Fall eine mega gute Sache und die Summe ist auch echt angebracht und echt schon sehr gut für die Zeit. Zu beachten sind natürlich noch laufende Kosten, die da jeden Tag anfallen für euren Bunker und so. Ich habe das jetzt mal außen vor gelassen. Denn um euch das zu verdeutlichen, reicht, denke ich, diese Summe von 135.000 Gewinn, um zu zeigen, dass sich das Ding auf jeden Fall lohnt. Bestellt euch Vorräte, macht dann irgendeinen Heist, macht irgendwas anderes, grindet irgendwie anders Geld
und kommt nach 2,5 Stunden wieder zurück, verkauft euer Ding und bestellt wieder Vorräte, beziehungsweise bestellt die Vorräte, bevor ihr verkauft, dann müsst ihr nicht nochmal extra zum Bunker zurück und dann lasst ihr das wieder laufen und das Ding macht passiv einfach richtig gut Cash. Und je länger man das durchzieht, umso mehr merkt man, wenn man da so eine gewisse Routine reinbringt mit anderen Geschäftsmodellen in Kombination, dann geht das richtig ab und dann werdet ihr richtig schnell Kohle machen. Das Geile ist halt auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Vorräte sind immer gleich viel wert, also egal ob man 5 kleine Verkäufe oder eine große macht. Und noch besser in mein Solo Warrior Life passt natürlich rein, dass wenn ihr einmal Vorräte kauft, also so eine Bestellung von 75.000 macht und die einmal verarbeiten lässt und dann auf diese 210.000 Euro Warenwert kommt, dass genau die Menge ist, um dann noch ein Fünftel dieses Vorratsbalkens auszufüllen, sodass nie mehr als ein Verkaufsauto spawnt. Heißt also, ihr müsst euch gar keine Gedanken machen, frühzeitig schnell hinzugehen, um möglichst, bevor euer Balken über ein Fünftel gefüllt ist, das zu verkaufen, sondern das passt immer perfekt. Für mich ein mega wichtiger Punkt, um das Ganze unkompliziert und auch weniger nervig zu haben. Also für mich als Solospieler ist das Ganze erstens sehr praktisch und unkompliziert. Ich muss da nicht groß Aufwand reinstecken und der Gewinn, den ich rauskriege, der ist sogar verhältnismäßig echt sehr gut. Und wenn ihr das ein paar Mal durchzieht, nach geraumer Zeit habt ihr dann noch irgendwann auch dieses Geld, das ihr im Vorhinein reinstecken musstet, in Bunker und Verbesserungen wieder drin. Und dann macht ihr halt straight plus. Also das geht richtig ab. Also wie gesagt, meiner Meinung nach ist es ein Top-Business. Zieht euch das auf jeden Fall. Das lohnt sich. Somit wären wir dann auch am Ende meines kleinen Money Guides. Ich sollte eigentlich alles Wichtige abgedeckt haben. Ich hoffe natürlich, ich konnte irgendjemandem damit helfen, das ganze Bunker-Business nochmal ein bisschen besser zu verstehen oder überhaupt mal das ganze Ding zu verstehen und zu checken, wie man das dann machen muss, um da richtig Asche zu machen. Falls das der Fall ist, würde ich mich natürlich über euer Feedback freuen. Ja, sehr gut. Und ansonsten wünsche ich euch nur das Beste, Freunde. Habt eine gute Zeit und ciao, ciao.